Mein Name ist Birger Ziegler, ich bin 39 Jahre alt, ich bin verheiratet und ich habe 2 Kinder im Alter von 3 und 7 Jahren. Ich habe in Aachen und in München Bauingenieurwesen studiert und bin jetzt Geschäftsführerin bei IEP Quadrat Ingenieure. Mich hat es auch schon von Aachen aus immer in die Berge gezogen. Ich bin einfach begeisterte Bergsteigerin. Ich liebe Mountainbiken und Klettern. Ja, vom Sportklettern bin ich auch zum Industriekletter gekommen. Ich bin jetzt seit mittlerweile über 10 Jahren ausgebildete Industriekletterin, was ich auch total genieße, das mal auch im Berufsalltag umzusetzen. Mir ist im Studium schon aufgefallen, dass Frauen in der Baubranche unterrepräsentiert sind und ich sehe mich da auch ein bisschen als Sprachrohr für die Frauen in der Baubranche einzutreten und ich finde es auch super, dass vermehrt einfach Diskussionen, öffentliche Diskussionen stattfinden über Gleichberechtigung von Frauen. Ich finde, Frauen sollten von ihren Unternehmen und auch von den Berufsverbänden besser unterstützt werden. Es ist auch so, dass viele Frauen in die Verwaltungen gegangen sind. Dort ist ein Frauenanteil von ca. 40% vertreten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass dort einfach die Arbeitszeitmodelle besser sind, dass einfach bessere Bedingungen herrschen, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Da sollten sich natürlich auch jetzt gerade das Bauhauptgewerbe und auch die Ingenieurbüros vielleicht auch eine Scheibe von abschneiden. Ich habe manchmal tatsächlich Angst davor, dass wir schlechtere Chancen in Vergabeverfahren haben, wenn wir als reines Frauenteam auftreten. Ich denke da oft, dass reine Männerteams oder gemischte Teams tatsächlich dann bessere Chancen haben, besseren Eindruck hinterlassen. Das sollte natürlich jetzt auch nicht so sein, das ist eigentlich total absurd. Die Baubranche ist generell ein sehr großer Klimatreiber. Die ganze Branche muss darüber nachdenken, einfach klimafreundlicher zu werden und wie sie das anstellen kann. Bauingenieure bauen einfach unsere Gesellschaft, bauen das gesellschaftliche Zusammenleben mit und schaffen diesen Raum, der dafür nötig ist. Die Baubranche entscheidet über Mobilität, über Arbeiten, über Wohnen und so weiter. Deswegen müssen einfach auch mehr Stimmen von Frauen gehört werden. Mir macht es im Berufsalltag unheimlich Freude, dass wir als Teams gut funktionieren, dass wir einen hohen Frauenanteil hier haben, dass wir zusammen neue Projekte angehen, wie zum Beispiel die BIM-Implementierung oder auch hier intern im Büro einfach einen ressourcenschonenden Umgang pflegen und neu etablieren wollen. Das macht mir Spaß und das treibt uns eigentlich jeden Tag an. Ich würde Berufseinsteigerinnen raten, seid offen, redet miteinander, formuliert klar eure Karriere, Wünsche und eure Ziele mit euren Vorgesetzten, verkauft euch nicht unter Wert und bleibt einfach gelassen.